Jeden Morgen geht es im Labor der Firma Schaft buchstäblich um die Wurst. Das herzhafte Frühstück dient zur Qualitätssicherung der Mini-Salami. Der Salamikonsum der Tester übersteigt bei weitem das Maß eines jeden Otto-Normalverbrauchers. Ich kann sicherlich nicht mehr zählen, was ich schon an Mini-Salamis gegessen habe, aber man kann das hochrechnen. Und wenn man es hochrechnet, sind es vielleicht 10.000 oder noch etwas mehr. Ein wichtiger Rohstoff für die Mini-Salami sind frische Schweinehälften. Nach der Eingangskontrolle geht es vollautomatisch zur Zerlegung. Mit schwerem Gerät setzen die Arbeiter den Schweinehälften zu und schneiden sie grob vor. In der hauseigenen Zerlegeabteilung werden täglich mehr als 100 Tonnen Frischfleisch verarbeitet. Im Akkord trennen ausgebildete Metzger das Fleisch von den Knochen. Da sollte jeder Handgriff sitzen. Früher haben wir sich öfters geschnitten. Da hatten wir auch noch nicht so solche Fingerhandschuhe, so Sicherheitshandschuhe wie jetzt. Und durch das passiert eigentlich relativ wenig. Man kommt schon mal vor, aber das ist äußerst selten. Anschließend befreien die Zerlegeprofis das vorgeschnittene Fleisch von Knorpeln und schneiden das weiche Fettgewebe heraus. Neben Schweinefleisch kommt in gleichen Anteilen auch frisches Rindfleisch in die Wurst. Aber nicht alle Stücke wandern später in die Mini-Salami. Edelfleisch wird aussortiert. Was hier ist, ist also das Filet. Filet ist natürlich zu gut für die Mini-Salami, beziehungsweise ist zu teuer. Das ist ja das Beste vom Fleisch. Das verkaufen wir im Werksverkauf. Aber alles andere, was übers Band läuft, geht in die Salami. Mit der Handarbeit ist es jetzt vorerst vorbei. In Fleischwölfen werden die verschiedenen Fleischsorten grob zerkleinert. Im nächsten Schritt kommen riesige Mischer zum Einsatz. Bis zu 2 Tonnen Frischfleisch gleichzeitig werden in dieser Maschine auf einen einheitlichen Fettgehalt gebracht. Ein Teil des Schweinefleischs wird anschließend noch feiner zerkleinert. Das ist jetzt gewolftes, entzehntes Schweinefleisch. Zu ca. 50% in der Mini-Salami enthalten, ist in dem Zustand jetzt fertig zur Weiterverarbeitung. Das fein gewolfte Schweinefleisch ist eine von insgesamt 6 unterschiedlichen Fleischzutaten, die später zu Salami verarbeitet werden. In der Kutterhalle finden alle vorzerkleinerten Sorten vom Rind und Schwein wieder zusammen. In großen Bottichen werden die verschiedenen Zutaten gesammelt. Anschließend vermischt der sogenannte Kutter alles zu einer breiigen Masse. Die Hauptbestandteile unserer Mini-Salami ist Rindfleisch, gefroren, fein gekuttert, Rindfleisch frisch im gewolften Zustand, Schweinefleisch frisch gewolft, Schweinefleisch gefroren, auch wieder fein gekuttert, dann noch dazu Schweinefleisch gefroren grob und zu guter Letzt natürlich auch noch etwas Speck. Und diese Komponenten machen unsere Mini-Salami herzhaft, kräftig und gut. Das Fleisch und die übrigen Zutaten werden nun computergesteuert zu einer Rezeptur abgewogen und danach in großen kesselförmigen Kuttern zerkleinert und vermischt. Hier entsteht das sogenannte Brät. Von Hand kommt eine spezielle Würzmischung hinzu. Neben Salz und Pfeffer gehört zum Beispiel auch Zucker dazu. Die genaue Rezeptur ist Betriebsgeheimnis. Kräftig durchgemischt und zerkleinert ist das Brät jetzt bereit für die nächste Station, die Abfüllung. Hier erhält die frisch gekutterte Salamimasse ihre berühmte zigarrenartige Form. Moderne Abfüllanlagen pressen die Wurstmasse vollautomatisch und nahezu unsichtbar für das Auge in einen Endlosdarm. Hier wird das Brät in die Mini-Salami-Form gebracht. Das heißt, es wird unter besonders hohem Druck in einen Zellulosedarm gebracht, vereinzelt und auf den Rauchspieß gehängt. Pro Stunde spucken die Maschinen 35.000 Würste aus. Nach jeder abgefüllten Salami wird der Darm abgedreht und dann die richtige Brätmenge für die nächste Wurst eingespritzt. Feinsäuberlich auf einen Spieß aufgereiht, gehen die Würste so direkt in die Räucherkammer. In jeder Räucherkammer reifen bis zu 315.000 Salamis.
Durch eine Absenkung der Umgebungsfeuchtigkeit werden die Würste getrocknet und verlieren mehr als 30% ihres Ausgangsgewichts. Während der Reifung wird die Mini-Salami mit frischem Buchenholzrauch geräuchert und erhält so ihr typisches Aroma. Nach 7 Tagen ist der Reifungsprozess abgeschlossen. Ob die Mini-Salamis den hohen Qualitätsansprüchen genügen, kann jedoch keine Maschine feststellen. Produktionsleiter Willi Schwab hat 20 Jahre Salami-Erfahrung und nimmt die frische Ware selbst unter die Lupe. Die Reifung ist jetzt abgeschlossen. Es riecht nach frischem Buchenholzrauch, Aroma ist prima und das Schnittbild ist auch okay, wunderbar. Die Ware kann jetzt verpackt werden. Zuerst werden die Salamis voneinander getrennt und dann über Förderbänder in die Verpackungsstraße transportiert. Durch die Aromaversiegelung sind sie absolut luftdicht und hygienisch verpackt und so 5 Monate lang haltbar. Auf diesem Wege verlassen mehr als 1 Million Mini-Salamis pro Tag die Fleischfabrik. Würde man sie alle aneinanderlegen, entspräche das einer Länge von rund 100 Kilometern.